Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns die Serie Assassination Classroom an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Eine neue Bedrohung taucht auf dem Planeten auf und die Armee bereitet sich darauf vor, sie zu neutralisieren. Sie dringen das Versteck der Kreatur ein und nach nähern sich die Soldaten ihrem Ziel. Doch als sie es endlich erreichen, erscheinen mehrere Tentakel und greifen sie an. Die Männer verzweifeln und fangen an zu schießen, werden aber schließlich einer nach dem anderen getötet. Ein paar Wochen später unterrichtet dasselbe Monster eine Highschool-Klasse, und zwar als der Lehrer. Aber wie ist ein Haufen Teenager in diese Geschichte hineingeraten? Nun, alles begann, als sie ihr letztes Schuljahr antraten. Sie gehörten zur Klasse 3E, die sich aus den leistungsschwächsten Schülern der gesamten Schule zusammensetzte. Die Klasse A hingegen ist die Elite, die laut Schulleiter eine glänzende Zukunft vor sich hat. Zur Strafe für schlechte Noten wurde die gesamte Klasse E in ein verlassenes Gebäude geschickt. Der Schulleiter begründet diese Entscheidung damit, dass sie auf diese Weise nicht in die Entwicklung der anderen Schüler eingreifen könnten. Als sie in dem Klassenzimmer ankommen, erleben sie eine große Überraschung. Die Schüler entdecken, dass ihr neuer Lehrer kein anderer ist als ein Außerirdischer, der einen Teil des Mondes zerstört hat und beabsichtigt, bis zum Schulabschluss dasselbe mit der Erde zu tun. Tadami Karasuma, ein Mitglied des japanischen Verteidigungsministeriums, teilt den Schülern mit, dass ihre Aufgabe darin besteht, den Professor vor der Abschlussprüfung zu eliminieren, da sonst der gesamte Planet zerstört wird. Es gab jedoch ein Problem. Die Kreatur war extrem schnell und nicht einmal ein professioneller Agent war in der Lage, einen einzigen Treffer zu landen. Das gelbe Monster informiert die Klasse, dass es einen Deal mit der Regierung gemacht hat, indem es behauptet, dass es ihm nichts ausmacht, getötet zu werden, solange er der Lehrer dieser Klasse sein kann, und stellt dann die vom Verteidigungsministerium entwickelten Kugeln und Messer vor. Diese Waffen wurden aus einem speziellen Material hergestellt, das für Menschen harmlos ist, aber eine tödliche Wirkung auf dieses Monster hat. Um zu beweisen, dass er die Wahrheit gesagt hat, nimmt der Professor dem Mann die Waffe aus der Hand und schießt sich selbst in den Tentakel. Die Studenten sind erschrocken, als sie diese Szene miterleben, aber in wenigen Sekunden regeneriert sich die Kreatur und ein neues Glied entsteht an der Stelle des abgerissenen Gliedes. Der Agent verrät, dass niemand weiß, warum der Außerirdische diese Vereinbarung mit der Regierung getroffen hat. Erklärt aber, dass die Schüler in Sicherheit sind, da ihr Lehrer versprochen hat, dass er ihnen niemals etwas antun würde. Schließlich sagt der Mann, dass die Belohnung für die Person, die das Monster erfolgreich beseitigt und die Erde rettet, 10 Milliarden Yen, also umgerechnet 77 Millionen Dollar, betragen wird. Seitdem ist Tadami Assistenzlehrer, um die Schüler unterrichten zu können. Zusätzlich zu ihm wurde eine weitere Lehrerin eingestellt, die ihn Englisch beibringt. Ihr Name ist Irina Jelovic, eine hochqualifizierte Agentin, die geschickt wurde, um das mächtige Wesen zu töten, das den Planeten bedroht. Doch selbst mit Hilfe einer Minigun gelang es der Frau nicht einmal annähernd, ihre Mission zu erfüllen. Eines der Mitglieder dieser Klasse studiert alle Schwächen seines Lehrers von dem Moment an, als er in diese Klasse kam. Er entdeckte sogar, dass sein Gesicht je nach seiner Stimmung an diesem Tag die Farbe wechseln kann. Drei seiner Kollegen versuchten, ihn zur Teilnahme an einem Plan zu überreden, der ihrer Meinung nach narrensicher sein sollte. Der Junge glaubte, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas zu unternehmen, aber schließlich gab er dem Druck seiner Mitschüler nach, als der Unterricht fortschritt. Nagisa teilt dem Lehrer mit, dass er seine Tätigkeit beendet hat und steht auf, um ihm die Aufgabe zu bringen. Er geht mit einem Messer in der Hand, aber als er versucht, den Riesenkraken zu treffen, wird sein Angriff neutralisiert. Nagisa umarmt daraufhin den Lehrer. Und Sekunden später explodiert eine Bombe. Einige Schüler feiern, weil sie glauben, dass sie diesem Freak endlich ein Ende gesetzt haben. Kayano und die anderen Kollegen versuchen, dem Jungen zu helfen und fragen, was das Trio getan hat. Sie verraten, dass sie eine Granate mit den speziellen Gummigeschossen hergestellt haben. Der Plan war, den Professor mit diesen Kugeln zu töten, während Nagisa mit nur leichten Verletzungen davon kommen würde. Als die Studenten auf die andere Seite blicken, bemerken sie eine Membran, die den gesamten Körper des Monsters bedeckt. Sie suchen nach der Leiche, entdecken aber bald, dass der große gelbe Kopf nicht einmal einen Kratzer erlitten hat und sich an der Decke des Raums versteckt. Während des gesamten Gesprächs erfahren sie, dass er in der Lage ist, seine Haut einmal im Monat zu wechseln. Seine Haut ist extrem widerstandsfähig und hat die volle Wucht der Explosion abgefangen. Das Monster war jedoch von Hass erfüllt. Nachdem er den Studenten gedroht hat, bittet er sie, auf ihre Plätze zurückzukehren und setzt den Unterricht fort. Kayano fragt den Professor, ob er einen Namen habe, aber der Außerirdische sagt, er habe keinen. Also schlägt sie vor, dass die Studenten ihn liebevoll Kodo-Sensei nennen sollen. Alle finden die Idee gut, vor allem der Professor selbst. Und von nun an wird das sein Name sein. Als Tadami später an diesem Tag in der Schule ankommt, findet er die Schüler um den Basketballkorb versammelt und Kodo-Sensei darin gefangen. Irina trifft kurz darauf ein und beide fragen die Schüler, was los sei. Die Schüler berichten, dass sie die Falle am Tag zuvor aufgestellt haben und es ihnen gelungen ist, den Lehrer zu verhaften. Während sie sich hin und her drehen, löst sich das Netz und Kuro-Sensei wird zu Boden geworfen.
Die Schüler nutzen die Gelegenheit, um ihn zu erschießen, aber der verrückte Oktopus ist schneller und in einem Wimpernschlag erscheint er auf dem Dach der Schule. In diesem Moment trifft ein neues Mitglied in der Schule ein. Sein Name ist Akabane Kama und er wurde wegen seines gewalttätigen Verhaltens von der Klasse A suspendiert. Der Junge klebt sich ein paar Stückchen Anti-Lehrer-Material auf die rechte Hand und testet dessen Wirksamkeit, um seinen neuen Sensei zu begrüßen, wenn er am nächsten Tag ins Klassenzimmer kommt. Und Kuro-Sensei ist überrascht, einen Tintenfisch auf seinem Schreibtisch aufgestochen zu finden. Kama entschuldigt sich für den Vorfall und behauptet, er habe das Tier getötet, weil er dachte, es sei sein Lehrer. In diesem Moment tritt der Außerirdische an den Jungen heran und sagt, dass er ihm die Macht dieser Tentakel zeigen wird. Zuerst benutzt er den Oktopus als Zutat für Takoyaki und stopft die Teigtasche in den Mund des Jungen. Später, auf dem Heimweg, nutzt er sogar die Gelegenheit, ihm falsche Nägel aufzukleben. Nagisa begegnet seinem neuen Mitschüler recht nachdenklich. Der junge Mann erinnert sich an eine Episode, die sich ereignete, als er noch zur Klasse A gehörte. Nach einer Schlägerei, die er mit Jungen aus einer anderen Schule hatte, kommt sein Direktor auf ihn zu und erklärt, dass er immer an seiner Seite sein wird, auch wenn Kama leicht in Schlägereien gerät. Als er bemerkt, dass Nagisa in der Nähe ist, sagt er, dass Kuro-Sensei ein guter Lehrer sei, obwohl er ein wenig seltsam sei, aber sie hätten den Auftrag, ihn zu töten. In diesem Moment erscheint der Professor und rät ihn, ihre Kampffähigkeiten weiter zu verbessern. Dann fragt Kama, ob der Professor bereit sei, sein Leben zu riskieren, um einen seiner Schüler zu schützen. Das Monster sagt ja und der Junge trifft eine drastische Entscheidung. Der Junge zieht seine Waffe und springt von der Klippe. Sein Plan ist es, Kuro-Sensei in dem Moment zu erschießen, indem er versucht, ihn im freien Fall zu retten. Kama erinnert sich an den Tag, an dem er drei Schläger verprügelte, die einen Jungen aus seiner Klasse demütigten. Als er erfuhr, was passiert war, missbilligte der Direktor, dass er Elite-Schüler angegriffen hatte und zur Strafe wurde er in die Klasse geschickt. In der Zwischenzeit baut Kuro-Sensei mit seinen Tentakeln ein Netz, um den Jungen vor dem Sturz zu bewahren. Auf diese Weise konnte er seinen Schüler retten, ohne Gefahr zu laufen, getötet zu werden. Der Junge wird zurück an die Oberfläche gebracht und frustriert macht er sich auf den Weg zum Verteidigungsministerium. Der Präsident sagt, dass Japan in den letzten 2 Monaten, seit dieses Ding auf dem Planeten angekommen ist, von mehreren Ländern mit Raketen angegriffen wurde. Aber sie wurden schließlich von dem außerirdischen Kraken gerettet. Der Präsident sagte sogar, dass er beabsichtigte, Tadami die Verantwortung für diese Situation zu überlassen. Aber da es bisher keine Fortschritte gab, beschloss er, einen neuen Schüler zu schicken, um diesem Monster ein Ende zu setzen. Am nächsten Tag erfuhren wir im Unterricht, dass dieser neue Schüler in Wirklichkeit ein Roboter mit künstlicher Intelligenz war. Sein Ziel war es, den außerirdischen Lehrer zu vernichten. Aber unter keinen Umständen durfte er bei seinem ersten Angriff einen Schüler verletzen. Der verrückte Roboter setzt seine Maschinengewehre ein, um Kuro-Sensei zu eliminieren. Wie erwartet. Die Unzufriedenheit unter den anderen Schülern, die dem Unterricht kaum noch folgen konnten und am Ende auch noch den ganzen Schlamassel aufräumen mussten, den der Roboter hinterlassen hatte, war groß. Aber andererseits gelang es der Maschine, dank ihrer hohen Lernfähigkeit, ihren Auftrag zu erfüllen. Sie hatte jetzt eine Chance von 0,001%, den Lehrer beim nächsten Treffer auszuschalten. Und wenn sie sich bis zum Abschluss weiter so entwickeln würde, würde sich diese Zahl auf 90% erhöhen. Dieser Prozentsatz bedeutet den Schülern jedoch nichts. Ihre einzige Sorge ist, dass sie während des Unterrichts nicht mehr belästigt werden, damit der Roboter seine Waffen nicht mehr einsetzen kann. Nach dem Unterricht wendet sich Kuro-Sensei an seinen neuesten Schüler und zeigt ihr einen Stapel Papiere mit den Daten aller seiner Schüler. Auf diese Weise konnte der Roboter seine Kollegen studieren, um zu wissen, wie man am besten mit ihnen umgeht und ein gutes Verhältnis zu ihnen hat. Am nächsten Morgen, wenn sie in der Schule ankommen, erhalten die Schüler eine Benachrichtigung auf ihrem Handy. Wenn sie die Nachricht öffnen, teilt die künstliche Intelligenz ihnen mit, dass sie beschlossen hat, eine eigene App zu erstellen, um die Interaktion mit ihren Kollegen zu erleichtern. Außerdem teilt sie ihnen mit, dass sie nicht mehr versuchen wird, den Lehrer allein zu beseitigen, sondern dass sie lernen wird, im Team zu arbeiten. Kayano schlägt erneut einen Namen für den neuesten Mitschüler vor. Und alle sind sich einig, sie Rizu zu nennen. Der Roboter teilt ihnen mit, dass ein neuer Schüler an die Schule gewechselt hat und in Kürze eintreffen wird. Wenige Sekunden nachdem Kuro-Sensei den Raum betreten hat, fällt ein weißhaariger Junge von der Decke. Ein Mann in einem Imker-Overall betritt den Raum und bittet den Jungen, das nächste Mal die Tür zu benutzen. Er stellt sich als Shiro, der Betreuer des Jungen, vor und entschuldigt sich für den Vorfall. Rizu informiert seine Klassenkameradin, dass dies Hiro Beatna ist und dass sie zusammen an der Special Agent School trainieren. Der Junge behauptet, er sei stärker als alle anderen dort und fordert Kuro-Sensei zu einem Kampf heraus. Der Professor akzeptiert das Duell und Shiro stellt eine einzige Regel auf,
die besagt, dass derjenige verliert, der als erster den von den Tischen begrenzten Raum verlässt. Gleich zu Beginn des Kampfes gelingt es Itana, einen der Tentakel des Professors abzureißen. Und der Junge überrascht den Professor. Jeder bemerkt die Tentakel, die aus seinem Kopf kommen, und Koro-Sensei bemerkt, dass sich die Tentakel des Jungen noch in einer Erinnerung an seine Vergangenheit entwickeln, was den Lehrer wütend macht. Der Professor weicht allen Schlägen des Jungen aus und häutet sich, um die Angriffe abzuwehren. Dies ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass er seine geheime Verteidigung einsetzt. Während er sich an die Decke klammert, regenerieren sich seine Tentakel und Professor Octopus hat kaum noch Energie. Deshalb kann er dem nächsten Angriff nicht mehr ausweichen und wird von dem Jungen verprügelt. Nachdem er sich von den Schlägen erholt hat, gesteht er, dass dies das erste Mal ist, dass er auf einen Gegner seines Niveaus trifft. Aber er gibt nicht so schnell auf. Koro-Sensei setzt das vom Verteidigungsministerium entwickelte Gummimesser ein, um seinen Gegner zu schwächen, da seine Tentakel aus dem gleichen Material wie der Körper des Oktopus bestehen. Als der Junge seine Tentakel im Griff hatte, verringerte sich auch seine Geschwindigkeit und der Lehrer nutzt die Gelegenheit, um Itana aus dem Klassenzimmer zu schleudern. Obwohl er nicht verletzt wurde, da er durch die Haut des Professors geschützt war. Der Junge war außerhalb des Rings und hatte daher den Kampf verloren. Shiro nimmt daraufhin seinen Schüler und verlässt das Klassenzimmer mit dem Versprechen, dass sie bald nach dem Unterricht wiederkommen würden. Nagisa und Kayano wenden sich an den Lehrer, um ihn zu fragen, warum er sich entschieden hat, in diesem Moment der Lehrer der Klasse zu werden. Koro-Sensei enthüllt, dass er es getan hat, um ein Versprechen zu erfüllen, das er jemandem gegeben hat. Allerdings konnte er noch nicht sagen, wer diese Person ist oder welches Versprechen er als nächstes gegeben hat. Nagisa fragt, ob es irgendetwas gibt, was sie jetzt tun können, um den Außerirdischen zu eliminieren. Als Professor Somedai mit dieser Frage konfrontiert wird, schlägt Koro-Sensei vor, dass die Schüler das Wochenende in der Schule verbringen, um zu lernen, da er selbst auch in der Schule bleiben würde. Dies wäre eine weitere Chance für die Schüler, ihn zu eliminieren. Die Klasse nimmt die Idee an und der Lehrer beginnt die Wochenendaktivität. Koro-Sensei vom Attentatstrainingslager nutzt seine Supergeschwindigkeit, um jeden Schüler einzeln zu unterrichten. Mit speziellen Lektionen, um ihnen in den Fächern zu helfen, mit denen sie in dieser Nacht die größten Schwierigkeiten hatten. Tadami erhält einen Anruf von seinem Vorgesetzten, der ihn über die Ankunft eines neuen Trainers am nächsten Morgen informiert. Kurz darauf kommt Koro-Sensei in Tadamis Zimmer und als er nach seinem Liebesleben gefragt wird, wird er nachdenklich und erinnert sich an den Moment, in dem er seine Geliebte verloren hat. Wie vereinbart. Am nächsten Morgen trifft Tako Akira in der Schule ein und verkündet, dass er der neue Trainer der Klasse E wird. Bevor er mit dem Training beginnt, bringt er den Schülern das Frühstück, die ihren neuen Sensei sofort mögen. Später spricht Irina mit Tadami über ihren ehemaligen Armeekumpel Takuoka und erklärt ihm, dass seine neue Lehrmethode darin besteht, sich seinen Schülern anzunähern und ihnen das Gefühl zu geben, sie seien wie eine Familie. Das Problem dabei ist, dass er kurz darauf seine Diktatur beginnt und sogar Gewalt gegen die Schüler anwendet. Der zweite Trainingstag beginnt und Takuoka bittet die Schüler, 20 Runden zu laufen. Kanzaki fühlt sich krank und stürzt, also fragt der Trainer, ob es dem Mädchen gut geht. Sie sagt, dass sie es nicht mehr aushält und lieber mit Herrn Tadami trainieren möchte. In diesem Moment steht der Mann auf und ohrfeigt das Mädchen. Takaoka behauptet, dass Tadamis Trainingsmethoden nicht effektiv sind, weshalb diese Teenager so schwach waren. Er bittet den Mann, seinen besten Schüler auszuwählen, um mit ihm zu kämpfen und verspricht, dass er seine Niederlage eingestehen und die Schule verlassen würde, wenn der Auserwählte auch nur ein einziges Mal das Messer an seinen Körper setzen könnte. Tadami wählt daraufhin Nagisa aus, erklärt aber, dass der Junge nicht mitmachen muss, wenn er nicht will. Doch was die meisten Schüler nicht einmal ahnen, ist, dass Nagisa ein natürliches Talent zum Töten hat. Der Junge schafft es, diese Fähigkeit sehr gut hinter seiner lockeren Persönlichkeit zu verbergen. Als er Takaoka gegenübersteht, kann der Junge seine Freude darüber, ihn angreifen zu müssen, nicht verbergen. Er lächelt und geht auf den Mann zu, der völlig selbstsicher war, aber als er das Gesicht des Jungen sieht, ist er in diesem Moment völlig sprachlos. Nagisa stößt dem Trainer das Messer in den Nacken und schlägt ihn nieder. Er bedankt sich bei Takaoka für seine Lehre, bittet den Mann aber, seine Niederlage zu akzeptieren und gedemütigt zu gehen. Er beschließt zu gehen und alle Schüler danken Nagisa dafür, dass er diesen verrückten Psychopathen losgeworden ist. Es ist ein Regentag und der Unterricht geht weiter wie immer. Koro-Sensei kommt zu spät und als er in den Raum kommt, bemerkt jeder, dass mit seinem Gesicht etwas nicht stimmt. Der Kraken hatte einen völlig aufgeblähten Kopf, weil er viel Wasser aufgesaugt hatte. Der Naturwissenschaftsunterricht sollte gleich beginnen und Okuda bittet ihren Lehrer, das Gift zu trinken, das sie mit all ihren Fähigkeiten vorbereitet hat. Alle verspotten das Mädchen für ihre Naivität, aber Koro-Sensei beschließt, diese seltsame Flüssigkeit zu trinken.
Als er das tut, wird sein Gesicht blass und plötzlich beginnen Hörner auf seinem Kopf zu wachsen. Schließlich wird sein ganzer Körper weiß, als ob er gefroren wäre. Aber er wird schnell wieder normal und lobt Okuda dafür, dass sie ein so starkes Gift auf der Basis von Natriumhydroxid hergestellt hat. Eine Substanz, die für Menschen tödlich ist, aber für ihn letztendlich harmlos ist. Er sagt, dass er ihr gerne beibringen wird, wie man ein noch stärkeres Gift herstellt. Und nach der Einnahme wird sein Körper dünn wie eine Klinge. Und Koro-Sensei nutzt diese neue Form, um wegzulaufen, während seine Schüler versuchen, ihn zu fangen. Ein paar Minuten später wird er wieder normal und bittet die Schüler, Professor Tadami in Professor Irina anzurufen und sich auf dem Schulhof zu versammeln. Koro-san sagt den Schülern, dass ein guter Agent immer einen Plan B für die Mission hat, falls sein Plan A fehlschlägt. Plötzlich hebt der Lehrer wie eine Rakete ab und kehrt bald daraufhin in die Schule zurück, wobei er alles um sich herum vernichtet. Er hatte gerade eine Bombe in der Luft gehalten. Der Außerirdische führt die Schüler zurück ins Klassenzimmer und teilt ihnen mit, dass sie für die nächsten Prüfungen ihr Wissen zusammentragen und einen perfekten Plan entwickeln müssen, um ihn zu eliminieren. Koro-Sensei gab seinen Schülern einen ausgezeichneten Anreiz, sich noch mehr für ihr Studium zu engagieren. Am Ende des Unterrichts, als die Schüler nach Hause zurückkehren, beschloss der Lehrer, Nakamura, seine besten Englischschülerin, eine praktische Erfahrung mit der Sprache zu ermöglichen. Und so nahm Koro-Sensei sie mit in die Vereinigten Staaten, wo sie direkten Kontakt mit der englischen Sprache hatten. Dann nahm er Kama, den besten Mathematikschüler, mit, um die Höhe der chinesischen Mauer zu berechnen. Und Kayano fuhr nach Italien, um den Neigungswinkel des schiefen Turms von Pisa herauszufinden. Auf diese Weise konnten alle Schüler eine akademische Erfahrung außerhalb Japans in den Vereinigten Staaten und auf der chinesischen Mauer machen. Und Koro-Sensei konnte nach dem Examen sein Abschlussfotoalbum fertigstellen. Nakamura, Okuda und Kama hatten jeweils die besten Noten in Englisch, Naturwissenschaften und Mathematik. Daher konnte jeder der drei am Tag der Abschlussprüfung einen der Tentakel seines Lehrers zerstören. Am nächsten Tag bereiten sich die Schüler darauf vor, den Plan zur Beseitigung von Koro-Sensei auszuführen. Sie bauten alle Strukturen auf, die sie brauchten, um ihre Mission in dieser Nacht zu erfüllen, während sie sich das Feuerwerk ansahen. Während sie darüber nachdachten, ob sie Koro-Sensei wirklich töten mussten, wurde ihnen trotz allem, was sie an ihrem Lehrer mochten, klar, dass sie ihn beseitigen mussten, um den Planeten zu retten. Plötzlich tauchte Koro-Sensei auf und behauptete, er freue sich darauf, ihren Auftritt am nächsten Tag zu sehen. Endlich war der große Tag gekommen und die Schüler bereiteten sich auf die Operation vor. Nachdem sie ihre Waffen abgeholt hatten, machten sie sich auf den Weg zum Ort der Hinrichtung. Koro-Sensei ist im Rest der Falle gefesselt und es stellt sich heraus, dass der Bande kein einziges Detail entgangen ist und sie alle auf ihre Belohnung gespannt waren. Nagisa verrät, dass Koro-Sensei, nachdem er seine Tentakel abgeschnitten hat, an einem regnerischen Tag in eine Badewanne voller Wasser geworfen werden soll. Der Junge erkennt, dass Wasser eine der Schwächen des außerirdischen Oktopus sei. Die Schüler bereiten sich darauf vor, auf den Lehrer zu schießen und ihm die Tentakel abzureißen. Dann werden literweise Wasser auf ihn geworfen und schließlich nähern sich zwei Schüler und schießen dem Monster Gummigeschosse direkt ins Gesicht. Als Koro-Sensei getroffen werden sollte, kam es zu einer Explosion und der Krake verschwand, kurz nachdem die Schüler ihn gefunden hatten. Aber sein ganzer Körper war weg. Übrig blieb nur sein Kopf, der von einem hochdichten, kristallisierten Pellikel umhüllt war, das ihn vor allen äußeren Einflüssen schützen konnte. Nicht einmal die Spezialkugeln konnten ihm etwas anhaben. Das war die absolute Verteidigung von Koro-Sensei, die selbst von einer Atombombe nicht durchbrechen werden konnte. Da dieser Energiekristall jedoch nicht länger als 24 Stunden halten würde, kamen die Schüler auf die Idee, ein Becken mit den Antilehrerkugeln zu füllen und ihn hineinzulegen. Wenn das Pellikel zerbricht, wird der Oktopus beim Kontakt mit den Kugeln zerstört. Aber Koro-Sensei behauptet, dass er wieder explodieren und alle Kugeln ausstoßen kann. Einige Schüler fallen in Ohnmacht. Und Kayano stellt fest, dass sie sehr hohes Fieber haben. Minuten später tauchen Takaoka und seine Gang auf und der Mann teilt ihnen mit, dass er vor seiner Abreise einigen Schülern ein Virus in ihrem Getränk gemischt hat. Er sagt sogar, dass sie, sobald das Virus in ihrem Körper ist, innerhalb von 3 Tagen sterben werden, wenn sie nicht das Gegenmittel einnehmen. In diesem Fall war er offensichtlich der Einzige, der das Gegenmittel gegen das Virus hatte. Takaoka offenbart, dass er sich rächen will, weil er wegen Nagisa zum Gespött des Verteidigungsministeriums geworden ist. Allein der Gedanke an den Jungen lässt ihn nachts kaum schlafen. Takaoka erklärt, dass er das Gegenmittel nur aushändigen wird, wenn der Junge es dem Lehrer aushändigt. Nagisa will das aber nicht tun, weil es die Sache nur noch schlimmer machen würde. Edina erscheint und greift den Jungen an. Tadami versucht ihn zu retten und wird dabei verletzt. Der Junge ist da, um seine Revanche gegen Koro-Sensei zu bekommen. Dann zieht er Nagisa zu sich und die beiden rennen weg, um zu versuchen, die Entführung ihres Lehrers zu verhindern.
Itana verfolgt ihn und Takaoka entkommt seinen Mitschülern und nimmt das Gegenmittel mit, während die anderen Schüler versuchen, ihren kranken Klassenkameraden zu helfen. Kama und Nagisa klettern auf einen Turm, um sich vor dem Jungen zu verstecken. Aber der Junge findet sie und benutzt seine Tentakel, um den Turm zu zerstören, auf den sie geklettert sind. Nagisa wirft daraufhin die Kugel zu seinem Freund, der bald darauf vor dem Jungen gefangen wird. Kama versucht, den Angriffen auszuweichen und stürzt dabei fast vom Turm. Itana schafft es, ihn mit seinen Tentakeln aufzufangen, aber der Junge greift ihn mit der Kugel an. Kama versucht immer wieder wegzulaufen, bis er schließlich zu Boden fällt. In diesem Moment gelingt es Nagisa, sich an den Turm zu klammern, bevor dieser vollständig zerstört wird. Der rothaarige Junge gibt auf und sagt, dass er den Lehrer an den Jungen aushändigen wird. Stattdessen wirft er die Kugel auf seinen Freund und Itana lässt bald darauf seine Tentakel los, um ihn anzugreifen. Aber was er nicht erwartet hat, ist, dass in diesem Moment sein Körper nass wird und der Junge seine Kräfte verliert. Kodo-Sensei lobt die Schüler für ihren Plan. Die Jungen wussten, dass es zu dieser Zeit regnen würde. Also wählten sie diesen Tag, um ihren Lehrer zu eliminieren. Das war Plan B. Der Krake erklärt, dass Edina, falls er noch Interesse hat, herzlich willkommen ist, der Klasse E beizutreten. In diesem Moment erhalten die Jungen eine Nachricht von Ritsu, die sie darüber informiert, was in der Schule vor sich geht. Nagisa taucht mit einer Tasche in der Hand in Takaoka auf, als sie auf ihn warten. Und der Mann teilt ihm mit, dass sein Plan, den Professor zu beseitigen, bereits im Gange sei. Er will ihn zusammen mit Kayano in einer mit Spezialkugeln gefüllten Zementwanne begraben. Auf diese Weise kann der Lehrer nicht explodieren, um die Kugeln loszuwerden. Denn wenn er das täte, würde er am Ende einen Schüler umbringen. Takaoka befiehlt Nagisa, das Monster auszuliefern. Aber der Junge bittet ihn, der Klasse zu erlauben, den Lehrer mit ihren eigenen Händen zu töten, da sie dafür ausgebildet wurden. Takaoka lässt sich von der Bitte des Jungen nicht beeindrucken. Stattdessen nutzt er die Tatsache aus, dass er gedemütigt ist und Nagisa hört eine Nachricht von Ritsu auf seinem Telefon und lächelt. Der Junge übergibt Kodo-Sensei an Takaoka, doch als er die Tasche herausnimmt, stellt der Mann fest, dass es sich eigentlich nur um einen Fußball handelt. In diesem Moment kommen die anderen Schüler und sperren die Männer in den Beton ein, den sie selbst gebaut haben. Kodo-Sensei beglückwünscht Okuda dafür, dass er das Gegenmittel für ihre Klassenkameraden im Giza herstellen konnte, für seine gute Leistung, auch wenn er gedemütigt wurde. Minuten später nähern sich Militärhubschrauber und bringen alle Schüler und Lehrer zu ihrer Basis. Das Verteidigungsministerium bereitet einen Bunker vor, aus dem das Monster nicht entkommen kann, selbst wenn es explodiert und sie wollen den Ort mit Anti-Lehrer-Kugeln füllen. Aber zuerst erlauben sie dem Kraken, seine letzten Worte mit großer Aufmerksamkeit zu seinen Schülern zu sagen. Alle starren auf den Bildschirm, als sie die letzte Rede ihres Lehrers hören. Das Wesen beglückwünscht die Schüler zu ihren Leistungen und ihrer Entwicklung auf diesem Wege und sagt, dass es kein größeres Glück gibt, als sie wachsam zu sehen und bedankt sich abschließend für die Gelegenheit, ihr Lehrer sein zu dürfen. Der Bunker bleibt unversehrt und alle glauben, dass der Außerirdische vernichtet worden ist. Die Schüler brechen in Tränen aus, da sie den Tod ihres Lehrers nicht akzeptieren wollen. Als Nagisa in Tränen ausbricht, tauchen gelbe Tentakel hinter ihm auf und reichen ihm ein Taschentuch. Der Junge blickt zurück und ist erschrocken, als er Kodo-Sensei entdeckt. Die anderen Soldaten fliehen verzweifelt, aber Tadami ist froh, dass sein Kollege noch lebt und ist erleichtert. Die Schüler kehren zu ihrer Schulroutine zurück, zu der auch die morgendlichen Schüsse auf den großen gelben Krakenkopf gehören. Und glaubt ihr, dass die Klasse 3E in der Lage sein wird, Kodo-Sensei bis zum Schulabschluss zu eliminieren? Oder wird es dem außerirdischen Professor gelingen, die Erde zu zerstören? Was haltet ihr von dieser Serie? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und wenn euch das Video gefällt, dann abonniert uns für weitere Filmzusammenfassungen. Bis zum nächsten Mal!